auch schon um die Wurst. That's what I am, that's what I always be. That's what I am heißt Conchita Wursts Hymne für den Song Contest. Für Conchita ist es aber mehr als nur ein Song. Ihr ist es vor allem wichtig, die darin enthaltene Botschaft in die Welt hinauszuschicken. Das ist einer meiner ersten Songs, den ich geschrieben oder mitgeschrieben habe. Und da war mir das sehr wichtig, dass diese Message Toleranz und Akzeptanz auch rüberkommt. Und das würde ich gerne nach Europa raustragen. Und die Chancen dafür stehen gut. Conchita liegt zumindest in der Gunst der Ö3-Hörer weit vorne. Die Konkurrenz bereitet ihr ebenfalls keine Kopfschmerzen, denn von denen will sie erst gar nichts hören, aus Selbstschutz. Ich neige zu Paranoia-Attacken und deswegen habe ich mich nicht aus Desinteresse, sondern aus Panik vor mir selbst geschützt und habe mir die Songs nicht angehört. Und ich habe sie damals an besagtem Montag, glaube ich, war das, im Volksgarten ja alle gehört, so ein bisschen. Und da dachte ich mir schon, oh verdammt, die sind so gut, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und deswegen habe ich mich da vollkommen distanziert. Dass ihr Aussehen für Aufsehen sorgt, weiß man seit ihrer Teilnahme bei der großen Chance. Gerade deshalb will sie in Baku vor allem durch ihre Stimme überzeugen. Ich vergleiche das immer so gerne mit dem ersten Casting. Das war so ein schöner Moment, wo alle irgendwie vorher so ganz komisch geguckt haben. Und dann habe ich gesungen und dann waren alle so berührt und total selig und so. Und das würde ich gerne auf der Song Contest Bühne auch bringen. Die besten Voraussetzungen dafür hat sie auf jeden Fall. Conchita Wurst liebt es, auf der Bühne zu stehen. Und falls sie gewinnen sollte, ist ihre Botschaft ganz klar definiert. Diese Aufmerksamkeit, die mir dann zwangsläufig zuteil wird, würde ich dann sofort nutzen, um ordentlich zu sagen, Leute, hier mehr Toleranz und ab geht die Post. Toi, 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 danke, dass du dabei bist. Conchita Wurst!